Sie schreiben einmal, wir leben in einer Gesellschaft von notorisch unglücklichen Menschen. Wie kommen Sie zu dieser eigentlich ungeheuren Aussage? Ja, für mich ist die gar nicht ungeheuer, sondern im Gegenteil. Wenn man nur die Augen aufmacht, sieht man das. Das heißt, die meisten Menschen geben vor, für sich selbst auch, dass sie glücklich sind. Weil nämlich, wenn man unglücklich ist, dann ist man, im Englischen würde man sagen, eine Failure, dann ist man ein Misserfolg. So muss man also die Maske des Zufriedenseins, des Glücklichseins tragen, denn sonst verliert man den Kredit auf dem Markt, dann ist man ja kein normaler Mensch, kein tüchtiger Mensch. Aber Sie müssen sich doch nur die Menschen ansehen, braucht man hier nur zu sehen, wie hinter der Maske eine Unruhe, Gereiztheit, Ärger, Depressionen, Schlaflosigkeit, Unglücklichsein, das, was die Franzosen genannt haben, die Malaise, liegt. Man hat ja schon am Beginn des Jahrhunderts von der Malaise du siècle gesprochen. Das, was Freud genannt hat, das Unbehagen in der Kultur. Aber es ist gar nicht das Unbehagen in der Kultur, es ist das Unbehagen in der bürgerlichen Gesellschaft, die den Menschen zum Arbeitstier macht und alles, was wichtig ist, die Fähigkeit zu lieben, für sich und für andere da zu sein, zu denken, nicht ein Instrument zu sein für die Wirtschaft, sondern der Zweck alles wirtschaftlichen Geschehens, das macht eben die Menschen so, wie sie sind. Und ich glaube, es ist eine allgemeine Fiktion, die Menschen miteinander teilen, dass der moderne Mensch glücklich sei. Aber diese Beobachtung, die habe nicht nur ich gemacht, das können Sie also einer ganzen Reihe von Leuten finden. Und man braucht nur selbst die Augen aufzumachen und sich nicht vom Schein trügen zu lassen. Ja, sich nicht